Salvede Discipoli Discipulaeque und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge OMG. Diesmal reden wir ja erstmal über Fußball, weil heute ist der Sonntag, heute ist das Finalspiel und heute werden wir Weltmeister, das weiß ich. Und dafür habe ich mir einen ganz besonderen Gast, der gerade damit beschäftigt ist, irgendwie seinen Akku zu laden. Da unten ist noch eine Steckdose. Ihr habt noch nichts gehört. Und dafür möchte ich erstmal, ich stelle schon mal die Uhr, 7 Minuten läuft. Einen leisen Applaus, weil wenn wir laut klatschen, dann übersteuert das Mikrofon. Für Moritz! Wow, Moritz! Oh, wir müssen uns leise freuen. Okay, hallo Moritz, guten Tag. Hallo. Freut mich, dass du dabei bist. Danke. Freut mich auch. Ja, war auch. Ah, erstmal möchte Freut ich. Mich. Ja, hallo. Erstmal möchte ich, dass du bitte dein Handy auf Flugmodus stellst, weil sonst geht das Mikrofon. Das fängt an zu rauschen. Echt? Ja, mach mal. Ich wollte ihn nur weg haben, deswegen. Wir reden. Ist ja nicht so, dass er hinter der Kamera steht. Ja, heute dreht sich alles um das Thema Fußball. Und ich hoffe, der Moritz kennt sich da ein bisschen aus. Jo. Gut. Weil ansonsten würde ich dich jetzt wieder rausschmeißen. Nein. Okay, setz dich mal. Schöne Hosen hast du. Danke. Was denkst du? Wer gewinnt heute? Wir. Und was denkst du, wie werden wir gewinnen? Hoch. Kannst du auch eine Zahl sagen? Wir können ja wetten. Das wird hier alles filmisch festgehalten. Filmisch. Okay. Das heißt, wir können jetzt wetten und danach können wir sagen, ob wir richtig gelegen haben. Und wir könnten dann theoretisch noch eine neue Folge drehen, wo dann der verloren hat, irgendwas machen muss oder sowas. Ja. Ich habe sowieso überlegt, dass man Challenges macht und dann lässt man die Zuschauer entscheiden, was die Bestrafung ist. Quasi, man macht die Challenge, dann verliert in der Challenge jemand. Ja. Und dann schreiben die Leute unter das Video jetzt, was die Bestrafung ist. Und dann macht man halt ein Video, ein extra Video halt dann. Ja. Das kommt sowieso jeden Tag ein Video, da können wir auch mal das aufnehmen. Und wir gewinnen 3-1. 3-1? Ja. Oh, okay, das wollte ich dann sagen. Das ist schon echt tief gestapelt nach dem letzten Spiel, ne? Ja, aber man weiß nicht, ne? Man muss die Kirche am Dorf lassen. Ich glaube, wir gewinnen 1-0. Ich meine, Argentinien. Man hat es gesehen, jetzt nach diesem schlappen Spiel, sag ich mal, es war echt ziemlich nervtötend dazu zu gucken, weil man einfach die ganze Zeit gesagt hat, Mann, es muss jetzt was passieren. Ja. Aber man hat dann gesehen, im Nachhinein, wenn man von oben geguckt hat, die Holländer haben es die ganze Zeit versucht, hinten reinzukommen. Ja. Aber, die Argentinier stehen einfach so kompakt hinten und dann kommt der Ball einmal durch, also... Mhm. Nicht von den Holländern, sondern von den Argentiniern durch die holländische Angriffsband und dann ist gleich ein Konter da. Und das kann gefährlich werden. Ja, das stimmt. Die waren so oft vom Tor bei den Holländern und... Mhm. Aber wir haben den Neuer im Tor. Also... Das ist ein neuer Tag. Das ist ein neuer Tag. Der hat echt super gehalten und ja, ich meine, das eine Tor gegen Brasilien, das war ja nur, weil er... Ja. Echt. Ich glaube, der hat mit Toleranz. Und er konnte auch nichts für, weil alle echt vorne waren und jeder. Selbst, ich glaube, Philipp Lahm wollte noch ein Tor schießen. Nee, er wollte mal vorher ein Tor schießen, ja. Okay, also denkst du dir auf jeden Fall, dass wir ein Gegentor kassieren? Ja. Aber trotzdem, vorne unsere Sturmband wird auf jeden Fall 3 Tore machen, sagst du? Ja, ich denke auf jeden Fall, dass wir am Anfang in der ersten Hälfte 2 Tore machen. Und dann, weil ich finde es scheiße, wenn jetzt Argentinien 1-0 in Führung gehen wird, weil dann ist es echt. Ja. Ist wie, ich weiß nicht, Italien, das Phänomen war ja 2006. Wir waren die ganze Zeit so gut und dann hat Italien 1 geschossen. Ne? In der letzten, wann war es? Sogar in der zweiten Hälfte, ich glaube in der 70. oder so. Ziemlich am Ende. Ja. Und dann hat er gleich nochmal, dann haben wir doch noch 1 geschossen und dann haben die noch gleich 1 nachgelegt. Genau. Alter. Das war echt so schlimm. Wo hast du es damals gesehen? Zu Hause. Oh Gott, ich weiß noch genau, dieser Kopfball von diesem Lockenkopf. Ja. Oh, das hat so weh getan im eigenen Land. Das war echt ziemlich schlimm. Also ich denke nicht, dass es diesmal so, weil das ist schon ein ziemlich klares Ergebnis, das 3-1. Ich glaube, es geht 1-0 aus, auch nur gerade so. Ich denke, dass sie sich echt, die Deutschen, ich denke, die haben halt mega Schiss davor und werden da ziemlich vorsichtig am Anfang spielen, weil sie nichts riskieren wollen. Bei Brasilien, keine Ahnung, da haben sie YOLO-Saft getrunken und sind einfach mal so... Wobei, man muss sagen, auch beim Brasilien-Spiel war es ja echt so, dass am Anfang Brasilien voll Druck gemacht hat und ich dachte, oh nee, das sieht so schlecht aus. Ja. Und dann auf einmal kam der Dosenöffner, also das war ja...
Auf Echt, einmal du bist auf Klo gegangen, hast zwei Tore verpasst. Ja, ich habe gedacht, haben die jetzt Chuck Norris eingewechselt oder sowas. Auf einmal kam es da ein Tor am anderen. Also ich denke, dass sie mega vorsichtig sind und auch wirklich nur ein Tor schießen und dann mega defensiv werden, weil sie denken, es ist ja egal, ob wir jetzt 8-0 oder 1-0 gewinnen. Hauptsache, wir sind Weltmeister. Deswegen denke ich, dass sie nach dem 1-0 mega auf Verteidigung gehen und dann wird es mega knapp. Ich sag dir, Argentinien bekommt dann so viele Chancen. Ja, aber am Anfang war echt, Brasilien hat so gehämmert. Und ich habe aber auch gesagt, die halten das keine 20 Minuten durch. Meinst du? Oh, und dann nach 20 Minuten? Ja, es war ja so. Ich habe ja auch 7-1 getippt. Ja. Okay. Nein. Ich wollte noch irgendwas sagen. Und zwar Aufstellung. Ich würde auf jeden Fall Klose sofort reinhauen. Ja, auf jeden Fall. Klose und Müller. Und Özi kann man sagen, was man will. Ich meine, 50 Millionen allein mal der teuerste Transfer war Özil. Und es sieht so aus, als ob er echt nichts bringt. Ne? Aber ich glaube, wenn er nicht da wäre, die ganzen Vorlagen, die er gibt, er hat, glaube ich, schon 4 Vorlagen für Tore gemacht, die wäre nicht da. Aber er selbst kann einfach kein Tor schießen. Der hat doch da am Schluss noch einen Freistoß gehabt bei Brasilien und hat den versemmelt. Jetzt hat er wirklich jeden Tor gemacht. Selbst Khedira hat ein Tor gemacht. Ja, das war echt so. Ohne Scheiße. Manchmal hat der Neuer einen Abschlag gemacht, dachte ich, der wird direkt ins Tor schießen. Aber wie der hält, ne, gegen Frankreich 1-0 geführt, in der letzten Sekunde, 89. Minute, und Franzosen sind einfach komplett frei vorm Tor. Der zieht ab und Neuer mit einer Hand. Ja, so als würde er mit der anderen Hand so gerade am Handy was schauen. Ja. Ah, oh, guck mal dort. Gibt es ja so eine Collage oder so ein Photoshop-Ding. Ja, so sah es echt aus. Also der ist ja auch ein Riese, das ist ja unglaublich. 1,90 oder so. Ja. 1,93. Bei welchem Spiel war das, wo er so ständig draußen war und irgendwie der beste Verteidiger war? Das war gegen Algerien. Was gegen Algerien? Wo der echt im Mittelfeld manchmal mitgespielt hat. Aber der ist auch ein Hühner, ne? Wie der da manchmal, wie er da verteidigt hat. Ja. Ich erinnere mich an so eine Szene, wo er gegrätscht hat. Der kam da rein wie so ein deutscher Panzer. Keine Ahnung. Wo ich dachte so, ey, das ist ein Stahlfuß, was der da reinhaut. Also, richtig krass, was er da geliefert hat. Ich glaube auf jeden Fall, wenn Deutschland gewinnt, ey, dann werden die ganzen Straßen jetzt so eskalieren. Aber es kann natürlich auch sein, dass jetzt gerade wegen dem ganzen Hype nach Brasilien, ey, dass das so ein Druck auf denen ist. Ja, bestimmt. Die sind ja jetzt quasi schon Weltmeister. Ja, das ist. Also im Kopf, wenn es jetzt nicht klappt, ist alles vorbei. Ja, das stimmt. Also ist echt. Bist du eigentlich auch so ein normaler Fußballschauer oder nur bei der WM? Eigentlich muss ich jetzt echt sagen, dass ich nur so Länderspiele gucke. Bei der EM ist es sogar so, dass ich, Bundesliga gar nicht. Gar nicht. Auch wenn wir echt nah an Betzenberg wohnen. Ne? Ja. Und jetzt, wo ich beim Public Viewing mal oben auf dem Betzenberg war, das war echt ein Feeling, das hast du so nicht. Ne? Wir waren auch bei Brasilien, waren wir zuerst im Wohnzimmer und dann zack, 5-0 und wir so, wir müssen raus hier. Und sind dann aufs Public Viewing, es war so gut. Und sonst gucke ich eigentlich echt nicht Fußball, außer wenn halt jetzt echt ein Länderspiel ist. EM verfolge ich auch nicht so stark, sogar wie jetzt eine Weltmeisterschaft. Ich wusste gar nicht, dass wir letzte WM sogar im Finale waren. Ich vergesse das immer. Waren wir letzte WM im Finale? Hast du... Gegen Spanien, gell? EM meinst du? Nee, WM. In Afrika. Kann ich mich gar nicht so gut dran erinnern. Ich hatte nämlich das letzte... Ich hatte nur diesen einen Ball da mit diesen... Zeichen da, aber das war ja von Deutschland, dieser WM. Und ich vergesse dann diese Afrika-WM immer zwischendurch. Ja, irgendwie schon. Ich kann mich gerade gar nicht dran erinnern, verdammt. Weil es hieß ja jetzt, dass in den letzten... Nee, wir waren nicht im Finale. Es hieß doch, dass wir seit 2006... Nee. 6 waren wir im Halbfinale. Ja, aber seit 2002 waren wir nicht mehr im Finale. Echt? 2002 waren wir gegen Brasilien im Finale, das weiß ich sogar noch. Ah, war das nicht Holland und Spanien? Kann sein. Auf jeden Fall, Spanien hat ja gar nichts gezeigt nach EM und WM-Sieger. Ich glaube, die sind satt. Die brauchen das nicht mehr. Die sind Weltmeister, Europameister, was brauchen die noch? Würde mich jetzt echt freuen für Klose, Schweinsteiger und so, weil die jetzt echt das letzte Mal und Lahm, die sind jetzt das letzte Mal dabei. Und Klose hat jetzt übrigens auch den Weltrekord der meisten Tore in der WM, glaube ich. Der kommt übrigens aus unserer... Ja, der kommt aus dem Nachbarort von mir. Mit dem war ich schon angeln. Ja? Ist bei mir im Angelverein. Wir haben Klose angeln. Alles klar, dann schließen wir das damit ab, würde ich sagen, dass du mit Klose angeln. 3-1 sag ich, du sagst 1-0. Also, genau. Ihr schreibt rein, welcher. Was der Verlierer machen muss. Schreibt mal und schreibt eure Tipps auch rein. Ne? Eure Tipps und dann, was der Verlierer machen muss. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Danke, Moritz, dass du dabei bist. Er wird jetzt, glaube ich, noch ein paar Folgen dabei sein. Wir drehen jetzt noch so instant ein paar Twitter-Sachen. Ich weiß nicht, wie das hier läuft. Twittern wir was? Ja, wir twittern gleich noch.
Alles klar. Sonst könnt ihr auf meinem zweiten Kanal auch noch vorbeigucken. Ist alles verlinkt in der Infobox, schaut bei ihm vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Euer Race T. Euer Race T.